Ja, ich habe mir wirklich viel vorgenommen, aber dann war es nur noch eine Woche bis zur Klausur und ich habe noch nicht mal angefangen zu lernen. Ich muss in diesem Semester 6 Klausuren in 8 Wochen schreiben und ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Der Stoff für die Klausur ist so umfangreich und so komplex, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll zu lernen. Die Erfahrung, die wir in den Studientrainings machen, zeigt, dass in Prüfungssituationen viele Studierende nicht deshalb Probleme bekommen, weil der Lernstoff zu schwierig ist, sondern weil sie zu spät angefangen haben zu lernen oder einfach falsch lernen. Viele Studierende haben ihr Abitur ohne große Mühe geschafft und merken jetzt hier an der Uni, dass sie so nicht weiterkommen, wie sie früher gelernt haben. Gerade wenn man sehr viele Prüfungen in einem sehr engen Zeitraum ablegen muss und wenn die Prüfungen dann noch sehr komplex sind, dann reicht es einfach nicht, sich kurz vorher hinzusetzen und sich den Lernstoff in den Kopf zu hauen. Dann ist es ganz wichtig, gezielte Lernstrategien und Techniken anzuwenden, damit man nicht in Schwierigkeiten gerät. Ja, ich studiere Physik und habe in 3 Wochen meine mündliche Prüfung. Da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Ich studiere Elektrotechnik und habe die Klausur in höherer Mathematik noch vor mir. Ja, ich bin da auch schon im 3. Versuch, ist also auch mein letzter Versuch. Und ja, normalerweise habe ich immer mit Karteikarten gelernt, indem ich vorne halt die Aufgabe hingeschrieben habe, hinten den Lösungsweg. Dann bin ich immer alles durchgegangen, bis ich das konnte. Bei Hömer scheint das nicht ganz so zu funktionieren. Also ich kann zwar spezifische Dinge damit lernen und sowas wie Schlussfolgerungen bei Theorieaufgaben und so, aber nicht das große Ganze. Also irgendwie klappt der Transfer dann nicht und ich habe keine Ahnung, wie ich das noch bis zur Klausur stemmen soll. Ja klar habe ich einen Lernplan, also ohne geht das ja gar nicht. Ich habe mir die wichtigsten Inhalte aus den Vorlesungen aufgeschrieben. Jetzt ja, sortiere ich halt nach Themengebieten und arbeite mich dann halt dadurch. Ja, also ich studiere Maschinenbau und ich muss jetzt auch die Prüfung in Thermodynamik schreiben. Das ist allerdings schon mein 2. Versuch, ich bin dann nämlich letztes Jahr durchgefallen. Ich habe damals auch gelernt, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Ich habe damals halt versucht, alles auswendig zu lernen, so wie in der Schule früher. So, das kommt jetzt hier hin. Ich bin einfach alle Skripte durchgegangen. Ich habe mir die Vorlesungsvideos immer wieder angeschaut. Und ich habe mir die Inhalte auch immer wieder selber erzählt. Und das Ganze immer wieder von vorne. Dann machen wir das hier. So. Da. Aber das war so viel Inhalt und teilweise auch so komplexer Inhalt. Ich habe mir das einfach nicht alles merken können. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe wochenlang gelernt. Das war hier. Tja, und dann kam halt die Klausur. Und dann? Ja, dann bin ich halt voll durchgefallen, ne? Jetzt muss ich Thermo in diesem Semester nochmal schreiben und ich habe ja sowieso schon 5 Prüfungen. Ja, keine Ahnung, irgendwie, das funktioniert nicht. Ich muss das irgendwie anders machen. Ja, keine Ahnung, aber so klappt es auf jeden Fall nicht. Oft gelingt es den Studierenden nicht, einen guten und realistischen Lernplan zu erstellen. Aber es gibt Modelle und Techniken, die helfen, den Lernprozess zu vereinfachen und besser zu strukturieren. Und diese Modelle kann man lernen und dann ganz konkret auf den individuellen Lernprozess übertragen. Und genau das vermitteln wir hier in den Studientrainings.